Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ein schönes, buntes Bild. Großer Name. Ja. Wo haben Sie es her? Von einem Kunsthändler aus dem süddeutschen Raum. Ja, bunt schon. Unsere Geister haben sich darüber ein bisschen geschieden. Also mir hat es gefallen, das okay. Bild. Und ich habe gesagt, so meine Kinder in jungen Jahren, die hätten das auch hingekriegt. Okay. Ja, und jetzt also, wird so Diskurs in der Familie. Absolut. Genau. Ja, absolut. Was haben Sie bezahlt? Ach, also nur ein sehr geringer Betrag, also nicht über 1.000, weit okay. runter. Und der Kunsthändler hat den Apfel garantiert? Nein, und das war auch nicht das Ziel. Aber mir hat das Bild gefallen. Ich finde es kraftvoll und spielerisch und ein bisschen frech. Und ich schaue es immer wieder gern an. Ja. Und Besucher bei uns zu Hause, es ist immer ein Hingucker. Also okay, aber was sollen wir jetzt? Was wollen Sie von uns wissen? Wenn es Ihnen gefällt es nicht. Sollen ja, wir jetzt entscheiden, ob es wieder. Ach, schon dran gewöhnt. Ja. Also, was wollen Sie von uns wissen? Also, natürlich ist die Frage, ist es vielleicht wirklich von ihm? Das ist schon mal die Frage. Und das Zweite natürlich, wie Karl Appel, also welche Gedanken er hat, um solche Bilder zu machen. Mir ist dazu zu sagen, dass diese ganze Generation, ich tue das jetzt vermengen, ob das jetzt ein Miro ist oder ein Paul Klee, ob das Künstler der Cobra-Gruppe sind wie er oder andere, sich bemühen, die archaischen, gestalterischen Möglichkeiten des Menschen zum Thema zu machen. Rückzukehren zu frühen, fast, sage ich mal, kindlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist durchaus ja nicht bei Karl Appel jetzt ein Unvermögen, dass er so arbeitet, wie er da arbeitet, sondern er ist ja auch ein ausgebildeter akademischer Künstler, der ganz hervorragend zeichnen kann und konnte, ist ja schon verstorben. Er hat sich ja an Vincent van Gogh zunächst orientiert und hat auf ganz eigene Art und Weise dieses Zeichnen von van Gogh weiter ausgebaut, bis er dann nach dem Krieg, vielleicht spielt da auch der Krieg eine Rolle, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass er quasi zum Urgrund des künstlerischen Schaffens vorstoßen muss, die das Kindliche geradezu offenlegt. Plötzlich, am Beginn des 20. Jahrhunderts, gibt es Einflüsse archaischer oder außereuropäischer Kulturen. Und da kommen die Künstler drauf, dass es hier Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die sie bis jetzt noch nicht erforscht haben. Wir denken an die berühmten afrikanischen Masken bei Picasso. Wir denken an die Auseinandersetzung von durchaus auch Kinderkunst, auch in späterer Folge der Kunst von psychisch nicht gesunden Menschen. Und wenn man heute diese Malerei beurteilt unter dem Aspekt, das schaut ja nichts was ähnlich oder das können meine Kinder auch, dann haben Sie schon recht, aber das ist die Absicht. Ja. Es geht darum, Urgestaltungsmöglichkeiten festzulegen. Auch wenn es gar nicht erreicht wird, diese Naivität, ja. Weil ein Kind würde so trotzdem nicht zeichnen. Genau. Alle diese Künstler verlieren eines nicht, ein geniales Gefühl für Stimmigkeit, für Proportionen und für richtiges Nebeneinandersetzen. Ich möchte es an zwei Dingen festmachen und dann kommen wir gleich zum gemeinsamen Urteil. Wenn ein Maler dieser Kategorie so einen roten Strich mit vier querliegenden Strichen macht, dann benutzt er das, um hier Spannung zu erzeugen, selbst in diesem kleinen Detail. Und nicht so einfach da, so. So eine gewisse Beliebigkeit. Jeder Erstklassige oder jeder gestalterische Mensch würde dem eine eigene Qualität, Spannung geben. Diese etwas banale Gegenüberstellung von Gesicht und Brüsten ist, fürs Erste schaut es toll aus, aber in Wirklichkeit ist es unspannend. Hat keine Spannung, hat keine Qualität, die jetzt gestalterisch überzeugt. Ich spreche gerne über die einzelne Linie. Nicht, wenn Sie diese Linie hier anschauen, die ist von einer Beliebigkeit zu einer hartschatten Ängstlichkeit, die würde ein großer Künstler, der Picasso oder der Apel, das machen. Und das nicht stimmen. Und das stimmt nicht. Ich bin nur überzeugt, würden Sie sich mehr mit dem Apel beschäftigt haben oder beschäftigen, gehen Sie in Museen oder schauen Sie sich Bücher an, würden Sie immer mehr erkennen, diese Handschrift ist nur, also wenn ich Ihre Handschrift imitiere, kommt sowas raus. Also Preis ist in solchen Fällen natürlich ganz schwierig, weil kein Auktionshaus der Welt nimmt das. Wenn ein Apfel echt ist in dieser Größenordnung, kostet er ungefähr 15.000 Euro. So ein Gouache-Blatt. So ist es. Das, was Sie bezahlt haben. Genau. Okay. Herzlichen Dank. Vielen Dank.